Natürlich friert mein Capture ein, wenn ich auf. Gestern nicht einmal, jetzt direkt beim Start einmal eingefroren. Okay, so. So. So, wo fangen wir an, Chat? Wir haben einen Backlog vom Allerfeinsten, wenn ich hier so... Alles voll. Alles voll hier. Oh. Hilfe. Das sind alles Nebenquests. Ah, die haben wir schon gemacht. Oh, wir haben schon echt viele. Ui. Okay. Wo fangen wir an? Vielleicht holen wir uns noch die Türme, die fehlenden. Wir fangen mit den Türmen an. Wir holen uns die fehlenden Türme. Den hier. Und den hier oben. Wenn der nicht gerade irgendwie ganz oben auf dem Vulkan ist. Weil ich brauche dann bestimmt erst wieder Brandschutzmedizin und so ein Kram. Gut, wir lassen uns in den Himmel ballern. Und dann geht's los. Wo Turm? Da, sehen. Okay, perfekt. Ich will es ausprobieren. Habe ich auf TikTok gesehen, ich gebe es zu. Das geht? Okay, okay, okay. Muss man aber üben. Warte. Scheiße. Okay, bis ich das schaffe. Geil. Wir sparen Ausdauer. So. Man kann Gleiter mit R droppen und drauf gehen. Wie cool ist das gerade? Dass hier so drei Gleiter fliegen. Oh Gott, ich habe Angst, dass wir kollidieren. Hilfe! Geh nach links. Das spart Ausdauer. Und das erklärt auch, wie man auf einige Inseln kommen könnte. Oh, scheiße. Aber hey, dann droppt man sich einfach... Oh. Droppt man sich einfach einen neuen. Wie chillig. Und wenn man es jetzt noch ein bisschen schneller haben möchte, das geht glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich in der Luft jetzt auch noch... Oh lol. Einfach on the fly tuning. Also das ist ja wortwörtlich on the fly. So. Let's go. Ja, geil. War ein guter Flug. Danke für Ihren... Danke für Ihren Besuch. Schauen Sie auch demnächst wieder bei Link Airlines vorbei. Da hinten ist eine Geoglyphe. Die werden wir dann mitnehmen. Da hinten ist eine. Die machen wir. Geoglyphen, die wir sehen, nehmen wir mit. Aber wir gehen nichts. Also wir machen heute nicht den Goronenschrein. Kommen in den Labella-Sümpfen. Was ist denn hier los? Es regnet, das heißt, ich kann das doch gar nicht anzünden. Oder?
Ist das euer Scheiß, Aaron? Und jetzt wollt ihr mir sagen, es regnet immer hier, ja? Oder weil Regen unten rechts ist immer. Oh, wieso kann ein Turm nicht einfach mal easy sein? So, wer ist da hinten? Ihr seid doch auch aus Angelstädt. Ja, ihr seid aus Angelstädt. Wie geht es Angelstädt? Ich will zu meinem Freund. Oh nein. Oh. Bei solch einem Regen lässt sich hier nur selten jemand blicken. Sagt dir der Name Angelstädt was? Das ist ein kleines Fischerdörfchen. Du siehst es, wenn du auf dieser Straße nach Südosten weitergehst. Oh. Wir können ja heute, vielleicht gehen wir heute nach Angelstädt. Vielleicht machen wir heute Angelstädt frei. Vielleicht befreien wir heute einfach Angelstädt. Wo willst du hin? Ich guck mir das nur an. Uff. Okay, ich markiere dich auf der Map. Wir machen. Du musst leider noch ein bisschen im... Alter, guck mal, da sind sogar Autos schon vorgebaut. Ich werde dich nicht vergessen. Du bist markiert. Was ist denn hier gebaut? Ah ja. Okay. Hört der Regen hier jemals auf? Kann ich hier an dem Topf warten? Gucken wir mal, ob es hier jemals aufhört zu regnen oder ob es hier immer regnet. Wenn es hier immer regnet, ist das der Shit, der hier halt so ist. Regen. Es regnet, glaube ich, immer hier. Oh, ah, nee, da ist Sonne. Ansonsten hätte ich gesagt, okay, dann muss ich halt ein Dach bauen, damit ich das Zeug abfackeln kann. Das wäre halt der nächste Step. Aber, wenn es aufhört zu regnen, cool. Riju, du kannst aufhören, das war ein Versehen, was da gerade passiert ist. Riju, kannst du bitte aufhören? Danke. Killen mal eben kurz die Frames. Alles cool. Okay, Konsole ist auch heile. Perfekt. Gut. Der Turm hat zum Glück mal nicht 1000 Jahre gedauert. Nice. Unten rechts über der Insel ist auch wieder irgendwas Großes. Eine fette Arena, wahrscheinlich wieder ein Drache drauf. So. Gehen wir jetzt mal zu dem Turm. Mal jetzt erstmal die Türme. Wir haken jetzt erstmal die Türme ab. Mit unserer neuen Gleitertechnik kommen wir eigentlich gut weit. Dann haben wir die Map komplett. Das ist ziemlich geil. D
Der Turm ist da hinten. Der ist sogar ziemlich gut zu erreichen, glaube ich. Der ist sogar unten am Berg. Oh, war ich bei diesem Todesstern schon drin? Ja, war ich. Ist markiert. Wir wollen nach... Da. Dreh mich mal um, Tulin. So. Und jetzt keine Richtungseingabe machen. Da fliegt ein Drache. Droppen und drauf droppen. Für den extra Geschwindigkeitsschub. Oh, scheiße. Für den extra Geschwindigkeitsschub. Aber den noch. Geil. Die Geoglyphe haben wir auch nicht. Die hatte ich mir, glaube ich, mal markiert. Okay, wir machen heute vielleicht doch ein bisschen Story. Wir machen 2, 3 Geoglyphen. Aber dann hört es auch auf, Chat. Versprochen. Was ist dieser... Ist mein blauer Marker ist da. Ne, der war da. Ist das der Berg? Krass. Und runter. Es geht nicht. Ich komme nicht von meinem Gleiter. Hilfe. Danke. Vielleicht ackern wir heute auch den Himmel um einiges ab. Im Himmel gibt es, glaube ich, auch noch viele Sachen, die wir machen können. Hä, der Deckel ist auf. Okay, das wird wieder ein problematischer Turm, ich sehe schon. Ich falle von oben jetzt einfach mal direkt rein. Ich glaube, das wird das Ding sein, weil der Deckel ist auf. Warum sollte ich sonst... Wahrscheinlich geht die Tür wieder nicht auf. Ja, okay, gut, dass ich von oben reingefallen bin. Wie bist du da reingekommen? Dafür muss man doch eigentlich die Vorrichtung bedienen. Genau wie ich es mir dachte, die Vorrichtung drin hat den Eingang geöffnet. Ach, Gott sei Dank bin ich von oben direkt rein. So, letzter Tour. Man könnte sich in den Vulkan droppen lassen. Wieso vermute ich, dass der Vulkan ein Eingang in den Abgrund ist? Das sah gerade so aus. Das war keine Lava, die da hochqualmt. Yeah, hey, die Map ist full. Über dem Vulkan ist keine Insel. Krass, hätte ich gedacht. Was haben wir denn hier? LOL! Wer kommt denn da angefahren? Der kommt nicht raus. Den hätte ich als Pfeile-Spawner benutzen können.
Nee, mach mal aus. Spar die Batterie bitte. Das sah gerade aus wie die Tutorial-Insel, aber es kam mir dann doch komisch vor. Okay, wir haben Batterien, damit wir die Lore umdrehen wahrscheinlich. Hier runter wollen wir nicht. Da ist ein Croc. Ja gut, wir wollen das hier umdrehen, obviously. Ein Bogen drin. Nehmen wir den mit. Der andere geht eh bald kaputt. So, dann haben wir hier noch Batterien und Ventilatoren, die wir dran machen können, um da auch ordentlich hochzukommen. Let's fucking go. Zum Glück kann man diese Batterie nicht kurz schließen. Die Lore ist echt gutes, hat echt gutes Gewicht. Die kippt nicht um. In die Richtung ist auch ein Schrein. Vielleicht ist da oben auch der Schrein dann. Schreine nehmen wir natürlich mit. So, dann lass uns mal hochfahren. Was zum Pieksen? Schiene dürfte ja nirgendwo kaputt sein, da ist ja auch gerade der Roboter lang gefahren. Guten Tag. Eisenholzprügel. Okay. Waren Feuerpflanzen, die möchte ich mitnehmen. Davon habe ich nämlich kaum noch welche. Das nehmen wir auch mit und jetzt gehen wir durch die Decke nach oben. Vielleicht auch nicht. Was für eine Höhle bin ich? Oh, ich habe irgendwas. Irgendwas geskippt. Ich will eigentlich nicht, dass der runterfällt. Ich will seinen Loot haben. Danke. Oh wow. Oh wow, das schneidet gar nicht mehr. Der Exalfos-Schwanz hat dafür gesorgt, dass es nicht mehr schneidet. So, was haben wir hier denn noch so? Flammenwerfer, okay. Als man kein Schwert hat und hier die Ranken durchschneiden will, oder was? Da ist eine Kiste. Nice. Nehme ich. Ich frage mich, ob man Tulin nochmal verstärken kann oder ob das nur einmal geht.
Aber da man alle drei gleichzeitig draußen haben kann, könnte man schon fast sagen, verstärkt einfach alle irgendwie gleichmäßig, falls man jemanden doppelt verstärken kann. Einfach gucken, dass alle irgendwie gleich viel abkriegen. Weil alle greifen ja an. Es ist zwar echt oft nervig, wenn alle draußen sind, wenn man irgendwas lootet, irgendwie bei jemandem A drückt. Aber es hat ja schon Vorteile. Wenn die mitkämpfen. Vor allem Tulin macht echt viel Damage. Der macht ja immer Headshots mit seinen Pfeilen. Okay, es geht noch weiter. Der Loot hier ist nicht schlecht, das kann man ja mal echt sagen. Ah, das könnte man auch so schaffen, mit dem Schild einfach draufspringen, aber ist mir zu heiß, hinterher falle ich runter und dann war alles umsonst. Das war der Schrein, der die ganze Zeit rumbimmelt. Nice. Und von diesen Inseln haben wir halt noch sehr viele. Schmetterling ist einfach in die Wand geglitscht und war weg. Machen erstmal den Schrein, falls irgendein Unfall passiert und ich hier runterfalle oder so. Das könnte ja schon nach meinem Geschmack fast ein Belohnungsschrein sein, so wie der Weg hierhin war. Aber auf die Insel könnte man safe bestimmt auch irgendwie mit einem Turm oder so. Aber jede Insel gehörte dazu hier. Zumindest die links, dann die unten. Ah, ist kein Belohnungsschrein. Wasserwege. Das ist Lava. Wir kriegen hier schon mal Vorbereitung auf den. Feuer dann. Nice. Wie lange hält sowas? Ewig? Kann man die auch hochheben? Okay, gut, ja. Hier ist ein Schwert, damit ich das kaputt hauen kann, glaube ich. Nein. Okay. Der geht dafür nicht, aber das hier. Auch nicht. Moment. Das ist nicht zum Sprengen, glaube ich. Was kriegen wir in dieser Kiste? Ich glaube, jetzt soll man sich hier Plattformen erschaffen und damit dann halt den Weg nach oben bauen. So. Nichts leichter als das. Kriegen wir hin. Sagen, mehr geht nicht, oder was? Aha. Ich glaube, mit der langen kann man auch so schon hoch, ne? Na, komm. Ey, mein Programm ist wieder abgestürzt. Fix es gleich.
So. Ein Konstruktbogen. Okay, das ist jetzt nicht das, was ich mir erhofft habe. Soll ich das jetzt echt sprengen? Obwohl, ja, ein Bogen? Ja, okay, aber... Okay, was ist, wenn ich keine Bombe gehabt hätte? Frech. Ich würde rausgehen müssen. Das sind immer doofe Schreine, finde ich, wenn du... Okay, es fließt. Ja, okay. Na. Komm hoch. Komm. Hoch. So. Ich möchte da hinten eine Plattform haben. Und jetzt möchte ich da drauf und so machen. Verschwindet die auch wieder? Oh Gott. Wäre lustig, wenn die wieder zu Lava wird. So, und dann haben wir da hinten noch den Kaugummi-Automaten. Und auf die Insel kommen wir auch mit dem Schleuderer. Wo sind sie? Das sind die Großen. Was sind die, wieso sind die nicht... Was ist das? Ein Hydrant haben wir bekommen. Okay, hatten wir auch noch nicht. Aber da sehe ich jetzt auch noch nicht den Mehrwert. Und große Räder gibt es hier. Okay, machen wir nochmal. Nehmen wir mit. Dahinter ist eine Insel, aber die ist weiter unten, ne? Ja, okay, das war die Startinsel. Okay, man kann sagen, je heller die Insel, umso höher sind die. Die Sturzprüfungen müssen wir auch noch alle machen. So, was gibt's hier? Krass, dass die Insekten über den Gebiet dann auch an das Gebiet angepasst sind. Hier gibt es halt Glutflügler. Kriegst du halt woanders nicht. Und Glutlibellen und so. Ich glaube, man kann auch eine Bombe an seinen Schild machen. Nice. Viele Äpfel dran. Kurz überlegt, ob das ein Krog sein könnte, aber ich wüsste nicht wie.
habe ich hier zwei Leute aktiviert. Wollte ich nicht. So. Nice. Warum habe ich da einen Marker gesetzt? Ist da ein Schrein? Kann man den ja eben machen. Oder ist es das die Geoglyphe? Unter mir ist eine Geoglyphe. Könnte die Geoglyphe sein. Ja, dann let's go. Dann gehen wir zur Geoglyphe. Ja, ist die Geoglyphe, die ich markiert habe. So. Ich habe es mir einmal angesehen. Und ja, das Gerät stammt eindeutig nicht aus unserer Zeit. Dennoch, es könnte möglich sein, die Teleportationsfunktion auch hier zu aktivieren. Dürfte ich es noch ein wenig behalten und mir genauer ansehen? Ja, natürlich. Das wäre nett von euch, Minero. Danke, mein Kind. Also glaubt ihr mir nun endlich alles? Dass ich aus der Zukunft stamme? Daran bestand für mich nie ein Zweifel. Aber sag, Schwester, kennst du eine Möglichkeit, wie Zelda zurückkehren könnte in ihre Zeit? Es lag sicher an deinem Mysterienstein, dass du durch die Zeit reisen konntest. Steine wie dieser haben die Eigenschaft, die Mächte jener, die sie tragen, zu verstärken. Mit meinem etwa kann ich meinen Geist auf Wanderschaft schicken. Rauru hingegen vermag mit seiner Lichtkraft das Finstere zu bannen. Und Sonja gebietet gar über die Zeit selbst. In dir, Zelda, spüre ich beides. Die Macht des Lichts und die Macht der Zeit. Der Stein scheint sich in erster Linie auf die Macht der Zeit auszuwirken. Die Macht der Zeit? Jedoch vermag er, deine Macht lediglich zu verstärken. Deine Fähigkeiten verstehen und kontrollieren, das musst du selbst. Das heißt, der Stein kann dir keinen Weg aufzeigen, den du nicht schon kennst. Alte Überlieferungen berichten von einem verbotenen Zauber, der sogenannten Drachenwandlung. Wer einen Mysterienstein schluckt, wird ein unsterblicher Drache. Auf ewig befreit von den Fesseln der Zeit. Ja, okay, es ist confirmed, interessant, welcher Drache oben im Himmel ist. Das wäre für wahr ein Weg, um durch die Zeit zu reisen. Und du vermutest darin einen Ansatzpunkt zum Finden einer Lösung? Ja. Doch leider geht die Legende noch weiter. Wer einmal zum Drachen geworden ist, dessen Seele kehrt nie wieder zurück. Aus diesem Grund gilt der Zauber als verboten. Zwar ist es die einzig bekannte Methode, mit der man die Zeit überwinden könnte. Doch wozu sollte so eine Unsterblichkeit dienen, wenn man nicht man selbst ist? Verzeih mir. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. So kommen wir nicht weiter. Doch Moment. Des Rätsels Lösung
liegt vielleicht in dir selbst verborgen. Du musst nur jede Facette deiner Macht ergründen. Sonja wird dir sicher gern dabei behilflich sein. Gut. Okay. Aber sie ist doch in die Vergangenheit gereist. Dann kann sie doch auch in die Zukunft reisen, ohne ein Drache zu sein. Also irgendwie muss es ja einen Weg geben. Sehr schön, können wir uns den wegmachen hier. So. Hier unten war noch eins. Und dann wird hier oben am Berg noch irgendwo eins sein. Oh, und in den Wald müssen wir auch noch. Der Wald ist keine Hauptquest. Eigentlich kann ich da mal so rein. Muss mich halt entscheiden, in welches Gebiet wir uns begeben oder Quests abarbeiten. Wie gesagt, ich will die 100%. Außer alle Crocs. Aber sonst will ich eigentlich alles holen. Und alles erleben in dem Spiel. Und jede Ecke mal gesehen haben. Also jede Ecke gesehen haben wird wahrscheinlich unmöglich sein. Aber alles, was irgendwie relevant ist, gesehen haben. Warum ist hier ein Stück Knochen? Geht das kaputt? Einfach ein Stück Knochen. Kurz mal hier umsehen. Da unten ist eine Moblin-Army. Crocs sind auch relevant, hallo. Ah, vielleicht hat Nintendo ja mal gesagt, okay, vielleicht machen wir für die Crocs eine ordentliche Belohnung. Und vielleicht hole ich die dann auch, aber nicht on stream, glaube ich. Bei 1000 Crocs sind es, glaube ich, in Tears of the Kingdom. Und wir haben, glaube ich, nicht mal 100. Also, wie lange soll ich spielen im Stream? Eine Fee. So, was geht hier ab? Ja, okay, das ist obvious. Du willst einen Apfel haben. Kriegst du. Vor allem, um alle Crocs zu finden, da musst du ja wirklich wieder eine Map haben. Also alleine über die Welt laufen und alle Crocs suchen, das ist ja eine Lebensaufgabe. Da wird man, glaube ich, drauf warten müssen, bis Leute im Internet sich zusammengetan haben und Croc-Locations auf eine Map eingetragen haben. Habe ich den Stall schon? Ja, den Stall habe ich schon, okay. Ich glaube nicht, dass sich einer alleine hinsetzt und alleine eine Croc-Map anfertigt. Ja, vielleicht macht es irgendjemand. Aber ich glaube, das ist eher so eine Gemeinschaftsarbeit. Da wird es wahrscheinlich irgendeine digitale Map im Netz geben, jetzt schon. Da kannst du draufgehen und sagen, hier, trag deine Croc-Locations ein. Vielleicht ist die auch schon fertig. Wer weiß. Vielleicht gibt es schon einen Wahnsinnigen. Wenn man sich so die TikToks anguckt, die schon existieren, und man sieht, wie viel Batterieenergie die haben und du überlegst, du brauchst ja immer 100 Energiekristalle. Vielleicht gibt es auch einen Weg, die easy zu farmen. Du brauchst ja immer diese 100 Energiekristalle, um die zu kriegen. Und die haben da schon 20, 30 Batterien. Weiß ich nicht. So, hier irgendwo. Das ist der. Irgendwo gibt es hier safe doch auch eine Geoglyphe.
brauchst doch dieses Erz, oder? Ja gut, das Erz ist kein Ding. Aber ich kenne erst einen Ort, wo man die umwandeln kann. Mann. Geht doch. Ich habe noch keinen Alchemie-Dingsladen, keinen zweiten gefunden. Klar wird es den irgendwo geben, aber ich habe halt noch keinen gefunden. Vielleicht ist unten im Untergrund ein krasserer. Das ist die Akala-Burg, ne? Oben auf dem Vulkan einfach ein Schrein drauf. Ja, das ist Miasma. Okay. Da wird es einfach in den Abgrund gehen. Vielleicht gehört das Pad auch dazu. Aber irgendwie vermute ich hier noch eine Geoglyphe. Wird irgendwie passen von der Map her. Ich darf nicht zögern. So. Ich zögere immer und dann packe ich den Gleiter nochmal raus. Krass wäre doch, wenn im Vulkan der Dungeon ist. Wahrscheinlich ist er das auch. Weil über dem Vulkan ist keine Insel. Das wird auch wie bei Gerudo im Ort selber wird der Dungeon sein. Oder aus dem Vulkan kommt der Dungeon noch raus. Oh, was ist denn hier los? Kann das bitte nicht so dunkel werden? Das ist gruselig. Danke. Okay, hier ist keine Geoglyphe, krass. Oder ich sehe sie nicht. Aber zwei Schreine sehe ich. Drei Schreine. Vier Schreine. Fünf Schreine. Hä, wie chillig ist das, mit dem Gleiter einfach über die Welt zu fliegen? Und in der Zeit guckst du dich einfach um. Da ist auch ein Labyrinth. Und ist da drüber? Ja, okay, pass auf. Fliege ich bis zum Labyrinth? Glaub schon. Fliegen bis zum Labyrinth. Machen das. Passt es nicht. Weil ich mich bestimmt nach vorne bewege in dem Moment, wo ich droppe. Du darfst dich nämlich nicht bewegen. Machen das Labyrinth. So weit im Norden war ich, glaube ich. Da ist das alte. Ach ja! Ja, wir retten das alte Labor. Er wollte ja auch hier hin, ne? Huch, wo kommt's? Achso. Oh, mein Fail. Warte mal, will ich dann vielleicht
Okay, warte. Turn right. Ich will den Schrein da haben. Da ist auch ein Stall. Der ist neu. So, nach unten. Nehmen wir den Schrein hier mit. Können den Stall einmal besuchen. Dann können wir die Redakteursnebenquesten weitermachen. Oder uns zumindest anhören, was wir tun müssen. Das Labyrinth machen. Das Akala-Labor. Klatschen. Das sind ja Monster, hat Robelo gesagt. Zugzwang. Zug wie Zug oder Zug? Fragen über Fragen. Ist das hier... Moment, ist das Jenga? LOL! Das ist Jenga! Hä, wie geil! Warte mal. Wir spielen hier einfach illegale Jenga-Regeln. Kriege ich das auch wieder rein? Anscheinend nicht. Wo spawnt es? Der Turm wackelt. Jetzt schon. Okay, ist ja gut. Hab's verstanden. Was ist, wenn ich den rausziehe? Dann habe ich die Kiste. So, der Rest ist mir jetzt erstmal egal. Die Kiste ist wichtig gewesen. Die wollte ich haben. Gucken, was drin ist. Nice. So, wir wollen die Kugel und so einen Metallstick haben. Weil den brauchen wir eh für Strom hier. Brauchen sogar noch einen zweiten. Kiste reicht nicht. Ich brauche halt die Kugel. Und die obere Plattform dürfen wir nicht anfassen. Kann ich daran hochklettern? Das hat einen Cheatschutz dran! Wow! Es hat einfach einen Cheatschutz. Okay, gut. Ich cheate nicht. Ich hab's verstanden, Spiel. Toll. Moment, was mache ich denn jetzt? Keine Chance, das da wieder reinzukriegen. Aber gar keine Chance. Einmal rausgezogen ist rausgezogen. Wie soll ich denn das dann so stabilisieren?
Es wehrt sich. Es hat sich so hart gewehrt. Schön ist das jetzt? Also das obere Teil, da haben sie irgendwas gemacht, das wehrt sich komplett, dass du das nicht ziehen kannst. Aber warte mal, wir können das doch festkleben. Da komme ich da nicht dran. Gehört noch dazu. Was ist, wenn ich alles festklebe? Oh. Das hat sich nicht so festgeklebt, wie ich dachte. Na gut. Ich kann natürlich... Zugzwang kann natürlich auch heißen, sei einfach fucking schnell, wenn die Kugel rollt. Deswegen versuchen wir das mal. Irgendwie anders. Aber ist egal. Ich verstehe auch nicht, warum man den Aufzug dafür benutzen sollte. Man kann die Kugel so hochheben. So. Lisch rein. Dann gehen wir zum Lischstall. Gucken, was hier abgeht. Oh, du hast keine Mission hier. Es soll ja einen Pferdegott in der Nähe geben. Und ein höchst verdächtiges Institut. Gerüchte über Prinzessin Zelda waren nicht dabei. Okay. Okay, in dem Stall haben wir keine Redakteursmission. Noch nicht. Das ist ein Händler. Wann wollen diese Scheusale denn nur endlich von hier verschwinden? Ob sie bemerkt haben, dass sie von der Klippe aus. Dass wir sie von der Klippe aus beobachten? Dann klettern sie sicher bald hier hoch und. Bitte verzeih, du weißt sicher gar nicht Bescheid. An der Küste von Nord-Akalla haben sich Monster festgesetzt. Ja, okay, die sollen wir ja wegmachen. Siehst du den großen Baum dort? Wenn du von dort aus runterblickst, kannst du die Unholde sehen. Okay. Kümmern wir uns um. Piratenmeute. Endlich steht das Schild. Was steht denn drauf? Schrein des Pferdegotts. Oh? Willst du meinem Freund? Wo willst du denn hin? Leider keine Raketen, sonst hätte ich dich jetzt schon mal losgeschickt. Ich markiere dich aber, ich mache das später. Sagte er und kam nie wieder. Nanu, du hast aber eine ganz schön ungewöhnliche Waffe. Hast du die selbst gebastelt? Ja, ist von mir. Weißt du, ich baue auch Waffen aus verschiedensten Sachen. Ich will mal die stärkste Waffe aller Zeiten bauen. Weißt du, was Leuen sind? Leuen sind übermächtige Kreaturen mit dem Körper eines Pferdes. Hast du schon mal einen gesehen? Es gab so manchen, der versuchte, auf einem zu reiten. Am Zugang zur Sturmwindkluft oben im Nordwesten soll so ein Monster sein Unwesen treiben. Leuen sind nicht nur riesig und kraftvoll, sondern auch irrsinnig schnell und speien obendrein Feuer. Schon mal im Anblick des Leuen oben an der Kluft schlotterten mir die Beine. Weißt du, wenn ich nur das Horn eines Leuen hätte.
Habe ich noch ein Horn? Ja, anscheinend will sie genau das Horn. Okay. So. Dann holen wir uns doch den Stallpunkt ab. Das ist keine Nebenquest. So, was kann man hier kochen? Fleisch, Salz und Reis. Moment, kochen wir eben. Wenn ich schon hier bin. Welches Fleisch das? Salz und Reis. Wildreis. Danke. Hallo. Mal tief entspannt hier. Nö, ich will nicht übernachten. Ich will nur die Prämie haben. Noch 3 Punkte mehr, aber da hat doch gesagt... Wird hier so oft gescammt von dem Stall. Die sagen immer, Prämie wartet. Und dann sagt er, ja, aber wenn du 3 Punkte mehr hättest...